Sache. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. Genauso sieht's aus. Wen haben wir denn da? Kapitel 10, Riggs. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Da mal los. No more water, hä? Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können Infos ignorieren, was wir gesehen checken haben. Wir haben auf einen Tipp hin die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht. Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Strasburg, 29, deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten, aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ach, ich muss den Colonel finden, sofort, ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. Sieht schlecht aus. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Meine Güte, wo geht's denn hier? Ah, hier drüber. Gleich sind wir da. Kontrollpunkt erreicht. Emergency Aid. Schicke Karre. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Riggs. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Riggs? Scheiße. Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Hallo. Nehmen wir mal die RPG. Oh, die sitzen dahinter. Oh, yeah. Walker, schnapp dir die RPG. Ich hab die. Den einen werde ich dir noch nicht einsetzen. Killt den Typen. Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe. Haltet uns die Kerle vom Leib. Robert, du den Fall, der zeigt aus der Deckung. Häng, du bewegst dich. Haltet sie mir kurz vom Leib. Einen haben wir noch. Shit, ich hätte da hinten wahrscheinlich das aufschießen können. Hab ich gar nicht dran gedacht. Was, glaube ich, ja. Kommen ja alle von da. Ich hätte das komplett zum Einsturz wahrscheinlich bringen können. Und bleib liegen, verdammt! Ich kann nicht mein Auto! Ausschalten! Okay, der ist down. Nicht mehr viel Munition. Ach. Gar keine Munition, um ehrlich zu sein. Fuck. Genau, erstmal ins Feuer rennen. Ich hau ab, mach das alleine. Nein, ich werde hier eben nur kurz die Waffe aufheben, die hier lag. Gut gemacht. Hier haben wir Munition. Aber da hätte ich auch Munition für die Dingens holen können. Da haben wir noch einen. Alles klar. Wunderschön. Bald haben wir es voll. Scharfschütze-Gewehr. Gehst du drauf? Da bewegt sich was. Bewegt sie was? Alles nur ja. Okay, ich denke, wir haben die Situation bereinigt soweit. Munition. Bin ich mal gespannt. Captain Walker. Jeff Riggs.
Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Ja, klasse. Na, ich sehe nichts. Bleibt unten! Lichtkontakt. Oh, ich sehe wirklich gar nichts. Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack, du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit. Okay, dann mal los. Da kommen Sie, ab zum Depot.